Und zwar gibt es wieder eine neue Aktion. Diesmal kommt sie aus Hessen. Und zwar hat sich Volker Bouffier dazu entschieden, dass er auch die 2G-Regel auf den Einzelhandel ausweitet. Das bedeutet, und das ist kein Scherz, es ist keine Fake News, im Supermarkt kann jetzt auch 2G verhängt werden. Das ist für mich wirklich, es ist so unfassbar, dass ich kaum weiß, wie wir gleich darüber diskutieren wollen. Denn das bedeutet ganz klar, dass Menschen, die sich dagegen entschieden haben, sich impfen zu lassen, wenn die Supermärkte es umsetzen sollten, die 2G-Regel, die jetzt ja in Hessen erlaubt ist, dann dürften Menschen, die keine Impfung haben, nicht in den Supermarkt gehen. Würde es dann bald Annoncen in der Zeitung geben, ich biete 12 Euro die Stunde für Geimpften, der für mich in den Supermarkt geht? Es nimmt alles langsam eine Form an, die wahnsinnig ist. Und ich bin dafür, dass die Impfpflicht durch die Hintertür, die wir längst haben in Deutschland, endlich fällt.